Das Thema Handelsbilanzen kommt in der Ausbildung zum Steuerfachangestellten, beim Steuerfachwirt, beim Bilanzbuchhalter, Bachelor, Master, Diplom, Steuerberater und Wirtschaftsprüferexamen regelmäßig dran. Zusammen mit Professor Dr. Christian Hanke gehen wir einmal seine Präsentation im Schnelldurchlauf durch, über 300 Folien, wovon wir uns die 10, 15 wichtigsten Folien zu insgesamt 10 Themen rausgesucht haben. Und deswegen gibt es hier 10 Videos bei YouTube kostenlos, die verlinke ich einmal hier oben. Und wir starten jetzt direkt durch mit Thema Nummer 3. Herzlich willkommen mit unserem Referenten Professor Dr. Christian Hanke, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und Professor für Rechnungslegung an der FOM-Hochschule. Ja, reden wir heute über das Thema Handelsbilanzen. Neben mir werden danach noch über die Klausuren diskutieren Marco Bonnestrand und Jan-Henrik Hillers. Und ja, erstmal der theoretische Teil. Lieber Christian, die Bühne gehört dir. Und danach gehen wir rüber zu Klausurrelevanz im Bachelor, Master und Steuerberaterexamen. Christoph, danke dir. Wir hatten uns ja in dem zweiten Video der Ansatzfrage gewidmet und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir diesen Ansatz bejaht haben auf Ebene der Vermögensgegenstände und stellen uns jetzt im zweiten Schritt die Frage, okay, was ist denn jetzt im Rahmen der allgemeinen Bewertung zu beachten? Und dort legen wir den Fokus auf die Vermögensgegenstände. Das, was wir im Rahmen der Schuldposition machen, das gucken wir uns dann im Kapitel 5 ein wenig an. Und wir haben im Handelsrecht und so auch im Steuerrecht ist es so, immer eine Unterscheidung zwischen der Zugangsbewertung und der Folgebewertung. Das heißt, wir müssen dahingehend einen anderen Wertansatz wählen beim Zugang, also wenn wir erstmalig den Vermögensgegenstand ansetzen und uns dann in einem zweiten Schritt Gedanken machen, ja na gut, diesen ersten Wert, wie führen wir den denn dann in der Handelsbilanz und auch in der Steuerbilanz fort? Und wenn wir einmal reinlesen in den Paragraphen 253 und dieser Paragraph 253 ist der Bewertungsparagraph im HGB. Das heißt, wenn wir im Bachelor, im Master, im Steuerberaterexamen, im Wirtschaftsprüferexamen sind, der 253, an dem kommen wir nicht vorbei. Das heißt, der ist der Kernstandard, wenn es um die Frage der Bewertung geht. Und der 253 Absatz 1 Satz 1 sagt, Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen. Und diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten, anders als wir das im zweiten Video gesagt haben, dass das HGB da nicht so viel definiert, diese Begrifflichkeiten sind im HGB explizit genannt, stehen aber nicht im 253. Wie gesagt, im 253 steht nur, dass wir zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten ansetzen müssen. Im 255 steht, was denn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind. Und auch da beginnen wir einmal mit den Anschaffungskosten für erworbene Vermögensgegenstände. Wir haben hier die Unterscheidung, einmal Vermögensgegenstände, die wir erwerben, klassischerweise durch entgeltlichen Kauf, kann aber auch durch Tausch sein, auf der einen Seite, und Vermögensgegenstände, die wir selber herstellen. Das ist dann klassischerweise ein Umlaufvermögen bei den fertigen oder unfertigen Erzeugnissen der Fall. Wir widmen uns zunächst einmal den Anschaffungskostenbegriff und springen dort in den 255 Absatz 1. Und dieser 255 Absatz 1 ist wie folgt vom Gesetzgeber auf den Weg gebracht worden. Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Erstmal bis dahin. Also haben wir zwei Komponenten, die wir dort betrachten müssen. Zum einen den Erwerb, Erwerbsvorgang, und zum anderen Versetzung in den betriebsbereiten Zustand. Das ist der betriebsbereite Zustand, der eben von der Geschäftsführung, vom Vorstand intendiert ist. Das bedeutet, wenn wir jetzt eine Maschine erwerben und die steht in München oder wird in München hergestellt und wir müssen die zu unserem Standort hier beispielsweise nach Bonn bringen, dann sind das Aufwendungen, die getätigt worden sind, um den Vermögensgegenstand in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Die Maschine nützt uns in München nichts, sondern die brauchen wir hier in Bonn. Dann geht es aber weiter nach dem Komma, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Das heißt, wir brauchen hier Einzelkosten. Gemeinkosten dürfen wir in die Anschaffungskosten nicht mit einbeziehen. Einzelkosten, die sind die Kosten, das kennen Sie aus der Kostenrechnung, die dem Vermögensgegenstand bzw. dem Kostenträger aus der Kostenrechnung kommt, einzeln und direkt willkürfrei zugeordnet werden können. Gemeinkosten über irgendeinen Schlüssel. Das ist erstmal die grundsätzliche Definition, die wir für die Anschaffungskosten haben. Und dann gibt uns aber der Gesetzgeber, und das ist für eine Klausur relativ dankbar, ein Schema an die Hand. Und dieses Schema haben wir auf der Folie 76 Ihnen einmal, wir gucken aber zunächst einmal in den Gesetzestext, auf der Folie 76 gleich einmal dargestellt. Nämlich im Satz 2 sagt der Gesetzgeber, zu den Anschaffungskosten gehören auch, das heißt on top,
die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Das heißt, noch weitere zwei Komponenten, die wir bei der Ermittlung der Anschaffungskosten mit berücksichtigen müssen. Und der Satz 3 sagt, Anschaffungspreisminderungen, die dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können, sind abzusetzen. Und daraus ergibt sich so ein schönes Schema, an dem wir uns entlanghangeln können. Das haben wir auf der Folie 76 Ihnen einmal dargestellt. Nämlich beginnend von dem Anschaffungspreis geht es dann einmal weiter über die Aufwendungen für die Versetzung in den betriebsbereiten Zustand. Dazu hatte ich Ihnen gerade ein Beispiel genannt, also Montagekosten und so weiter. Anschaffungsnebenkosten plus nachträgliche Anschaffungskosten minus eben der Anschaffungspreisminderungen. Sprechen wir zunächst einmal über den Anschaffungspreis. Das ist ein Anschaffungspreis, der bei vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen netto ausgewiesen wird. Warum wird der netto ausgewiesen? Das steht da so nicht. Im Steuerrecht haben wir eine explizite Regelung im Einkommensteuerrecht, die sagt, okay, die Umsatzsteuer gehört bei vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen nicht zu den Anschaffungskosten. Im Handelsrecht gibt es diese Explizität nicht, sondern woraus ergibt sich das? Aus dem allgemeinen Definitionskriterium. Anschaffungskosten sind die Aufwendungen. Und Aufwendungen sind Vermögensminderungen. Was haben wir denn bei vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen? Da können wir uns die Vorsteuer vom Finanzamt wiederholen, durchlaufender Posten, also kein Aufwand. Von daher bei vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen immer netto. Dann haben wir noch Anschaffungsnebenkosten. Beispiel hierfür, Sie wollen ein Grundstück erwerben und das Grundstück können Sie nur erwerben, wenn Sie Grunderwerbsteuer zahlen, beziehungsweise Christoph wird da bestimmt die eine oder andere Möglichkeit kennen, wie man von der Grunderwerbsteuerpflicht dann ausgenommen wird, aber vom Grundsatz her, wenn wir diese Grunderwerbsteuer zahlen und dann auch die Notar- und Eintragungskosten ins Grundbuch, das wären dann Beispiele für Anschaffungsnebenkosten. Nachträgliche Anschaffungskosten kommen seltener vor, Sie können sich aber beispielsweise, wenn Sie Anteile kaufen und sich mit dem Verkäufer nicht so einig sind in Bezug auf die Kaufpreisfindung, können Sie das beispielsweise über eine Earnout-Klausel machen. Und diese Earnout-Klausel würde dann beispielsweise nachträgliche Anschaffungskosten darstellen. Oder Sie sind im Speditionsbereich unterwegs, kaufen einen LKW mit Hänger und wollen diesen Hänger dann nach 2 Jahren umrüsten, weil Sie Tiefkühlkost fahren müssen. Und das wären dann nachträgliche Anschaffungskosten. Anschaffungspreisminderungen, da nennt man immer so den Dreiklang Rabatte, Sconti, Boni, wobei wir ein bisschen aufpassen müssen. Der Gesetzgeber hat klarstellend nachträglich ins Gesetz einmal eingefügt, diese Anschaffungspreisminderungen nur soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zuordnenbar sind. Und das ist bei Boni in der Regel nicht der Fall. Bei Sconti und bei Rabatten können wir das machen. Bei Boni müssen wir halt aufpassen, ist es einzeln zuordnenbar. Und dann sind wir bei unseren Anschaffungskosten. Anschaffungskosten, also die Zugangsbewertung für erworbene Vermögensgegenstände. Das Pendant, wenn ich etwas herstelle, also die Herstellungskosten, auch da brauchen wir für die Bewertungsgrundlage, § 253 Absatz 1 Satz 1, der sagt, dass zu Herstellungskosten anzusetzen ist. Und der 255 Absatz 2 sagt, was denn die Herstellungskosten sind. Christian, sollen wir doch so ein Beispiel machen? Gerne. Also, ich hatte ja gerade gesagt, beim Grundstückskauf nehmen wir einmal, wir kaufen jetzt ein Grundstück, Kaufpreis 1 Million Euro. Dann ist immer meine Frage in der Vorlesung, brutto oder netto? Und wir wissen aber halt durch § 4 Umsatzsteuergesetz, Vorgänge, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen, sind umsatzsteuerbefreit, also umsatzsteuerbar, aber umsatzsteuerbefreit. 1 Million Euro, dann die Anschaffungsnebenkosten. Und hier, ich bleibe mal in NRW, 6,5% Grunderwerbsteuer, die wir noch on top rechnen müssen. Das heißt 65.000 Euro. Und dann klassischerweise 2% Notarkosten und die Kosten für die Grundbucheintragung, die anfallen. Wir sagen jetzt mal nur die Notarkosten. Und der Notar stellt aber die Rechnung mit Umsatzsteuer. Das heißt, wir müssten jetzt auf diese 1 Million Euro grundsätzlich erstmal 2%, das heißt 20.000 Euro nehmen und daraus dann die Umsatzsteuer noch ziehen. Scheiße, ich hätte ja. Danke. Wollen wir das Beispiel nochmal anders machen? Danke, nein. Durch 1,19, ja, ich muss das hier ein bisschen reinquetschen. Ja. Ich hätte sonst gesagt mit 2,38%, aber nein, du rechnest so. Es aus und das wären dann unsere Anschaffungskosten, die wir dann auch ansetzen müssen. Und was ich dann im Bachelorstudiengang beziehungsweise auch im Bereich Buchführung dann immer sehe, dass wir dann wirklich diese Anschaffungskosten, diesen Gesamtwert für das Grundstück ansetzen müssen. Wir machen das nicht, um dann im Nachgang wieder alles beim Buchungssatz auf Notarkosten oder auf Grunderwerbsteuerkosten zu buchen, sondern dann dieser Gesamtwert der Anschaffungskosten von 1.081.807 Euro, danke Christoph, den setzen wir dann
im Bereich des Sachanlagevermögens unter der Position 1 an Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und buchen den dann halt, je nachdem, wie wir es gekauft haben, Kassebankverbindlichkeit. Alles klar. Das soweit zu den Anschaffungskosten. Bei den Herstellungskosten fangen wir genauso an, ein Blick ins Gesetz. Und dort sind wir wieder im 255, der sagt im Absatz 2, der für die Herstellungskosten gilt, wobei ich dazu sagen muss, für die Herstellungskosten im allgemeinen Sinne. Wir werden, und das werden wir nachher im Kapitel 4 noch machen, den Paragraphen 255 Absatz 2a, der gilt nur für selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Also der Absatz 2 sagt, Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für die über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Und dort haben wir jetzt drei Sachen, die in die Herstellungskosten mit einfließen. Einmal die Herstellung selber, das heißt, der Vermögensgegenstand ist dann tatsächlich hergestellt. Dann seine Erweiterung und da klassischerweise im Bereich der Gebäude, dass man jetzt beispielsweise sagt, wir haben ein Gebäude errichtet, zwei Etagen mit Flachdach und da setzen wir noch eine dritte Etage drauf. Das wäre ein Beispiel für eine Erweiterung. Oder über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung. Auch da gibt es aus dem Steuerrecht kommt ein paar Beispiele, diese sogenannte FESH, also Fenster, Elektro, Sanitär und Heizung, wenn drei der vier Beispiele im Standard gehoben werden, dann liegt eine wesentliche Verbesserung über den ursprünglichen Zustand hinaus vor. Das einmal von der allgemeinen Definition der Herstellungskosten. Wie wir das gerade auch bei den Anschaffungskosten gesehen haben, haben wir auch hier den Vorteil, dass der Gesetzgeber uns explizit für die Klausur ein Bewertungsschema vorgibt. Und das sind die Sätze 2 bis 4. Wobei wir hier unterscheiden müssen, und das ist ganz wichtig, anders als bei den Anschaffungskosten und auch anders als nach der internationalen Rechnungslegung im IAS 2, haben wir im Handelsrecht ein Wahlrecht zwischen der Herstellungskostenuntergrenze und der Herstellungskostenobergrenze. Ganz wichtig, der Satz 2 des Paragraphen 255 Absatz 2 definiert dabei die Pflichtbestandteile. Das sehen Sie daran, dass wir im Satz 2 haben, dazu gehören. Und da können Sie sich gedanklich, bitte nicht in den Gesetzestext reinschreiben, gedanklich ein zwingend dazu denken. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist. An diesem Satz hängen wir uns jetzt auch mal ein bisschen entlang und gucken uns an, was das bedeutet. Jetzt steht da drin, gehören die Materialkosten. Und da wir weiter hinten im Satz auch den Begriff der Materialgemeinkosten haben, handelt es sich hierbei um Materialeinzelkosten. Also dazu gehören die Materialeinzelkosten, die Rohstoffe, die wir einsetzen, die Fertigungseinzelkosten, das heißt die Löhne und Gehälter, also wenn wir im Akkordlohn sind, und die Sondereinzelkosten der Fertigung. Was sind Sondereinzelkosten der Fertigung? Das können Kosten sein für Werkzeuge, für Lizenzen. Stellen Sie sich vor, wir stellen Stühle her und die Stühle sollen als Lehne die Form eines Apfels haben, wo oben so ein bisschen was abgebissen ist. Dann kriegen wir vielleicht lizenzrechtlich Probleme mit Apple. Und in meinem Beispiel jetzt zahlen wir Apple dafür eine Lizenz. Das wäre dann Sondereinzelkosten der Fertigung für diesen einen Stuhl, für dieses eine Stuhlmodell. Dann geht's weiter. Angemessene Teile der Materialgemeinkosten, beispielsweise für Einkauf und Lagerung der Materialkosten, sofern die noch nicht in den fertigen Erzeugnissen sind, Fertigungsgemeinkosten und dann kommt eine Begrifflichkeit, die taucht nur einmal auf, Werteverzehr des Anlagevermögens. Das ist einfach nur die planmäßige Abschreibung. Und da ganz wichtig, die planmäßige Abschreibung nur, sofern sie durch die Produktion veranlasst ist. Das heißt beispielsweise bei den Produktionsmaschinen, bei der Produktionshalle. Nicht aber die planmäßige Abschreibung beispielsweise auf PKWs, die dem Vertrieb dienen. Der Gesetzgeber hat jetzt hier in diesem Paragraphen 255 gesagt, angemessene Teile. Und bei diesen angemessenen Teilen, und da sind wir vielleicht gerade in der Situation, diese angemessenen Teile bedeutet, wir berechnen die Gemeinkosten auf Basis der Normalkapazität. Wenn die tatsächliche Kapazität unterhalb der Normalkapazität liegt, und das kann ja Corona-bedingt sein, das meine ich mit der momentanen Situation, dann trotzdem auf Basis der Normalkapazität. Wenn es drüber geht, müssen wir die tatsächlichen Kosten nehmen, weil wir sonst Probleme haben mit dem Realisationsprinzip. Das sind die Pflichtbestandteile.
Dann im Satz 3 kommen die Wahlbestandteile. Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen, und das ist ja immer unser Wahlrecht, dürfen angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung, angemessene Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebes, beispielsweise wie Betriebskindergärten, freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche Altersvorsorge einbezogen werden. Das sind die Wahlbestandteile. Last but not least, der Satz 4, Forschungs- und Vertriebskosten dürfen nicht einbezogen werden. Und wenn wir uns das dann einmal anschauen, dann haben wir auch so ein schönes Schema, wie wir das von den Anschaffungskosten kennen. Das werden wir hier auf der Folie 82 einmal sehen. Beginnend mit eben den ganzen Komponenten, die wir gerade im 255 Absatz 2 Satz 2 uns angeschaut haben. Das bedeutet die Pflichtbestandteile. Das ist dann unsere Herstellungskostenuntergrenze, das, was wir zwingend ansetzen müssen. Und dann diese Wahlbestandteile, die wir uns gerade im 255 Absatz 2 Satz 3 angeschaut haben. Das sind diese vier hier. Jetzt kommt hier noch ein vierter Wahlbestandteil hinzu, nämlich die Fremdkapitalzinsen. Wobei diese Fremdkapitalzinsen nicht im 255 Absatz 2 Satz 3 drin sind, sondern das ist der Paragraph 255 Absatz 3. Dort geht es darum, dass wir das Wahlrecht haben, Fremdkapital, also Finanzierungszinsen, bei den Herstellungskosten zu berücksichtigen, sofern sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Das heißt hier gestalterisch ein Wahlrecht, setze ich den selbst geschaffenen Vermögensgegenstand mit weniger oder mit mehr Kosten an. Wenn ich den mit weniger Kosten ansetze, also Herstellungskostenuntergrenze, wandert dieser ganze Block direkt in den Aufwand. Christian, ja. Da hinten in der allerletzten Reihe meldet sich gerade jemand, ja. Und der stellt die Frage, Herr Professor Hanke, können Sie ein Beispiel machen für die Herstellung eines Wirtschaftsguts, wo alle Positionen drin vorkommen? Wo alle Positionen drin vorkommen? Ja klar, also wir können ja, nehmen wir das mal ganz, ganz simpel, wir sind eine Tischlerei und wir nehmen unseren Stuhl oder unseren Tisch. Ne? Und dann hätten wir als Material Einzelkosten die Rohstoffe, das wäre jetzt bei uns das Holz. Ne? Holz beispielsweise 100 Euro wird ein Designerstuhl. Dann die Fertigungseinzelkosten, die wir berücksichtigen müssen. Fertigungseinzelkosten sind Kosten beispielsweise für Akkordlöhne, wenn das ein Schreiner ist, der seine Stunden aufschreibt und nur an diesem einen Tisch arbeitet. Das wären die Fertigungseinzelkosten. Sondereinzelkosten der Fertigung, unsere Apple-Lizenz, also für die Fertigungseinzelkosten sagen wir auch nochmal 100. Die Fertigungslizenz, Apple ist da großzügig ein Fünfer. Dann Materialgemeinkosten, beispielsweise die Mitarbeiter, die im Einkauf sitzen, das Holz einkaufen, jetzt nicht nur für den Tisch, sondern für sämtliche Vermögensgegenstände, für sämtliche Produkte, die dort hergestellt werden, da kommen auch nochmal ein Fünfer oben drauf. Fertigungsgemeinkosten, beispielsweise Öle für die Fertigungsmaschinen, also Hilfs- und Betriebsstoffe, die werden auch nochmal mit 10 Euro da reinfließen. Werteverzehr des Anlagevermögens, die Sägemaschine, die Schleifmaschine, das wird auch nochmal ein 20er sein. Das heißt, hier sind wir dann insgesamt bei 240 Euro. Und dann Kosten der allgemeinen Verwaltung. Das sind beispielsweise allgemeine Verwaltung fürs Rechnungswesen, fürs Personalwesen, die angemessenen Teile, die wir dort berücksichtigen, sagen wir auch nochmal ein 10er. Aufwendung für soziale Einrichtung des Betriebes. Das ist eine relativ große Tischlerei, die hat dann eben den Betriebskindergarten. Da auch nochmal ein 10er obendrauf. Freiwillige soziale Leistungen können sein Wohnungsbeihilfen. Nehmen wir auch mal einen 10er, damit Sie das vielleicht rechnen können. Ich habe Christoph ja gerade schon fast überfordert mit der Umsatzsteuer. Betriebliche Altersvorsorge, auch nochmal ein 10er. Und dann wir lagen jetzt mal die Fremdkapitalzinsen außen vor, dann sind wir dort insgesamt bei 290 Herstellungskosten für unseren Designerstuhl oder Designertisch. 280. Ja, 280. Das ist eine Wesentlichkeit. Okay. Das sagt der Wirtschaftsprüfer, das ist unwesentlich. Ja. Nicht prüfen, ne? Das ist so. Also kurze Anekdote, wenn Sie eine Bilanz aufstellen, ja, als Steuerberater, dann müssen Sie centgenau alles abgrenzen, ja, übertrieben dargestellt. Und Wirtschaftsprüfer sagen immer, okay, 10 Millionen Bilanzsumme, 1% ist die Wesentlichkeitsgrenze, alles unter 100.000 Euro gucke ich mir nicht an. Ja? Nicht alles unter 100.000 Euro gucke ich mir nicht an. Es gibt noch so eine Nicht-Aufgriffsgrenze, aber alles das, ja, was als Fehler 100.000 unterschreiten würde, wäre unwesentlich für den Bilanzablass. Okay, gut. Wir gucken uns es trotzdem an. Okay. Und weisen den Mandanten ja auch darauf hin, dass da gegebenenfalls etwas wir anderer Auffassung sind. Okay, das zu dem Thema Herstellungskosten. Wir haben also jetzt die Zugangsbewertung einmal besprochen. Anschaffungskosten für erworbene Vermögensgegenstände, Herstellungskosten für selbst geschaffene Vermögensgegenstände und haben jetzt beispielsweise diese 200
80 mit in der Bilanz aufgenommen. Und dann stellt sich die Frage, wie geht es nun weiter? Und dann gehen wir zurück in den Paragraphen 253. Und hier kommt das zum Tragen, der zweite Punkt, den wir im ursprünglichen Video, im ersten Video aufgeführt haben, Ansatz, Ausweis, Bewertung. Dieser Ausweis ist eben dahingehend wichtig, Anlagevermögen, Umlaufvermögen, die Definition finden Sie im 247 Absatz 2, wo ich mich befinde. Bin ich im Absatz 3, der Absatz 3 des Paragraphen 253 beschreibt ausschließlich das Anlagevermögen. Der Absatz 4 beschreibt ausschließlich das Umlaufvermögen. Wir gucken uns aber einmal an, auf der ursprünglichen Folie 72 noch einmal, welche drei Dinge wir bei der Folgebewertung berücksichtigen müssen. Und auf der Folie 72 haben wir dort das Kapitel 3.4 gehabt, planmäßige Abschreibungen, 3.5 außerplanmäßige Abschreibungen und 3.6 Wertaufholung. Diese planmäßigen Abschreibungen, die gibt es nur im Anlagevermögen. Im Anlagevermögen schreiben wir nur planmäßig ab. Und da schauen wir einmal rein, 253 Absatz 3, die Sätze 1 und 2, die die allgemeine Abschreibungsregelung enthalten. Bei Vermögensgegenständen, und da haben wir es des Anlagevermögens. Wenn Sie das in Ihrem Studiengang und bei uns, dürfen Sie das markieren, dann markieren sich hier Anlagevermögen. Das gilt nämlich der Absatz 3 nur fürs Anlagevermögen. Deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind, also Pflicht, die Anschaffungsherstellungskosten, um planmäßige Abschreibungen zu verringern. Und dann, wie machen wir das? Der Plan muss die Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilen, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Das heißt, der Anwendungsbereich für die planmäßige Abschreibung, abnutzbares Anlagevermögen. Was zählt also nicht dazu? Umlaufvermögen und nicht abnutzbares Anlagevermögen, also Grundstücke, also Grund und Boden, Gebäude schon, und das ganze Thema Finanzanlagevermögen. Auch das keine planmäßige Abschreibung. Wenn wir jetzt aber so eine Maschine haben und die Maschine mit 200.000 Euro Anschaffungskosten aktiviert haben, dann müssen wir also diese 200.000 über die Nutzungsdauer verteilen. Wie machen wir das? Nach welcher Methode? Grundsätzlich stehen uns handelsrechtlich sämtliche Methoden frei. Im einfachsten Fall, weil es sich einfach rechnen lässt, nimmt man die lineare Methode, warum die auch steuerlich zulässig ist, und dementsprechend kommt kein Auseinanderfall zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz zustande. Wir können aber auch handelsrechtlich degressiv abschreiben, also degressiv geometrisch, degressiv arithmetisch. Wir können progressiv abschreiben oder wir können die Leistungsabschreibung wählen. Da sind wir völlig frei. Das muss eben den Werteverzehr des Vermögensgegenstandes widerspiegeln. Klassischerweise, wie gesagt, nimmt man da die lineare Abschreibung. Und jetzt die Frage, welche Nutzungsdauer legen wir denn zugrunde? Und dort wird dann immer gesagt, ja, wir müssen die AFA-Tabellen nehmen. Also wenn ich Studierende frage, welche Nutzungsdauer, wir müssen die AFA-Tabellen nehmen. Das stimmt nicht. Im Handelsrecht haben wir uns in keinster Weise daran zu orientieren, was das Steuerrecht macht. Kleiner Spoiler, im Steuerrecht müssen wir die AFA-Tabellen auch nicht nehmen. Die AFA-Tabellen sind kein Gesetz, sondern das ist etwas, was das Bundesministerium für Finanzen herausgegeben hat, als Angebot zur Verabverständigung auf Nutzungsdauern. Aber in der Praxis nehmen wir klassischerweise die Werte aus den AFA-Tabellen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Pkw anschaffen, über 6 Jahre wird der klassischerweise abgeschrieben. Bei den außerplanmäßigen Abschreibungen kommt jetzt das zum Tragen, was wir gerade besprochen haben. Sind wir im Anlagevermögen oder sind wir im Umlaufvermögen? Und Sie sehen jetzt hier auf der Folie 93, dass wir im Umlaufvermögen, das ist der obere Bullet Point, das sogenannte strenge Niederswertprinzip haben, was wir uns gleich anschauen werden. Und im Anlagevermögen das sogenannte gemilderte Niederswertprinzip. Da wir gerade bei den planmäßigen Abschreibungen aus dem Absatz 3, sprich dem Anlagevermögen, kamen, würde ich auch jetzt gerne erstmal mit dem gemilderten Niederswertprinzip anfangen. Und wir gucken uns wieder im Gesetzestext einmal die entsprechende Stelle an. Und das ist der Paragraph 253 Absatz 3 Satz 5. Dort ist hinterlegt, ohne Rücksicht darauf, ob Ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind, also eine Pflicht, bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, und jetzt kommt der Begriff, bei voraussichtlich dauernder Wertminderung, außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigen Wert anzusetzen, der Ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Das heißt also eine Abschreibungspflicht auf den sogenannten beizulegenden Zeitwert, wenn wir eine voraussichtlich dauerhafte Wertminderung haben. Und das ist in der Praxis relativ schwierig. Sie können sich das beispielsweise vorstellen bei Finanzanlagen. Wir haben jetzt eine Aktie gekauft für 100 Euro an der Bayer AG. Und diese Aktie der Bayer AG sinkt jetzt zum Abschlussstichtag auf 90 Euro. Und unsere Aufgabe ist es nun zu sagen, ist es eine voraussichtlich dauernde Wertminderung, ja oder nein? Wenn wir das könnten,
dann wären wir sehr reich. Das heißt, bei Aktienkursen sagen, das ist voraussichtlich dauerhaft, das ist nicht voraussichtlich dauerhaft. Wäre super. Aber wir brauchen ja irgendwelche Kriterien, anhand derer wir das festmachen. Und da gibt es zumindest im HGB nichts, aber in der Kommentarliteratur und so ein bisschen aus dem Steuerrecht abgeguckt, haben wir da für unterschiedliche Vermögensgegenstände, unterschiedliche Wirtschaftsgüter, unterschiedliche Anhaltspunkte, die wir da zugrunde legen können. Beispielsweise bei abnutzbarem Anlagevermögen, bei der Maschine, die ich gerade skizziert habe. Wir haben jetzt diese Maschine und ich würde den Fall vielleicht gerne einmal machen, dass wir uns einmal diese Maschine angucken. Die hatten wir ja mit 200.000 bilanziert. Wir gucken uns einmal diese Maschine an. Und diese Maschine hatten wir erworben zu Anschaffungskosten von 200. Wir hatten gesagt, eine Nutzungsdauer von 10 Jahren. Und wir gucken uns jetzt einmal den Fall an nach 2 Jahren. Nach 2 Jahren hat die Maschine bei einer planmäßigen Abschreibung von 20.000 per annum einen Buchwert von 160.000. Das ist jetzt der Buchwert bei mir BW. Und nun gehen wir davon aus, der beizulegende Wert liegt bei, sagen wir mal, 60.000. Und nun ist die Frage, wir haben jetzt zum Bilanzstichtag 31.12. einen Wert in den Büchern stehen von 160.000 und jetzt kommt ein Zeitwert um die Ecke und sagt, hier bin ich, 60.000. Was machen wir nun? Ist es dauerhaft, ist es nicht dauerhaft? Und da aus dem Steuerrecht abgeleitet, das Kriterium der halben Restnutzungsdauer. Was bedeutet das? Dieses Kriterium der halben Restnutzungsdauer, wir gucken uns einmal an, wie hoch der Wert wäre nach der hälftigen Restnutzungsdauer. Das heißt, wir haben eine Restnutzungsdauer, RND, von 8 Jahren. Und nach der Hälfte, nach 4 Jahren, hätten wir noch einen Buchwert von 80.000. Das wäre unser Buchwert nach der hälftigen Restnutzungsdauer. Und den vergleichen wir jetzt eben mit unserem beizulegenden Zeitwert von 60. Und wenn dieser beizulegende Zeitwert unterhalb eben dieser hälftigen Restnutzungsdauer liegt, dann gehen wir davon aus, dass die Wertminderung dauerhaft ist. Weil ansonsten, wie gesagt, das ist Glaskugelschauen. Wir brauchen irgendwelche Anhaltswerte. Zurück auf mein Beispiel von gerade, wo wir die Aktien gekauft haben, der Bayer AG für 100 und die sind auf 90 gefallen. Auch da muss es ja irgendwelche Anhaltspunkte geben. Ein Anhaltspunkt wäre, wenn wir dann zum Aufstellungsstichtag, beispielsweise irgendwann im März, feststellen, aha, der Wert ist wieder auf 100 gestiegen. Ja, na gut, dann können wir sagen, das war eine vorübergehende Wertminderung, einmal runter und einmal rauf. Wenn das aber nicht der Fall ist, auch da bleibt die Frage bestehen, ist es dauerhaft, ist es nicht dauerhaft. Und dort gibt es vom Institut der Wirtschaftsprüfer, vom Versicherungsfachausschuss 2 Kriterien, die, ja, anhand derer man zumindest Indikatoren hat, ob die Wertminderung dauerhaft ist. Das eine, wenn der Wert, der aktuelle beizulegende Zeitwert, innerhalb der letzten 6 Monate vor dem Abschlussstichtag permanent unter 20% des Buchwertes liegt. In meinem Fall, also von den 100 unter 20%, das heißt, beim unter 80 liegt. Das andere Kriterium ist, wenn der Durchschnittswert in den letzten 12 Monaten unter 10% des Buchwertes liegt. Das haben wir hier bei mir gehabt, die 90, wenn das die letzten 12 Monate der Fall war im Durchschnitt, dann können wir von einer dauerhaften Wertminderung ausgehen, was dann dazu führt, dass wir nach 253 Absatz 3 Satz 5 zwingend außerplanmäßig abschwerten müssen. Wenn wir ins Gesetz zurückspringen, gibt es dann aber noch eine Besonderheit bei der voraussichtlich nicht dauerhaften Wertminderung oder, wie wir es formulieren würden, bei der voraussichtlich vorübergehenden Wertminderung. Das ist der Satz 6. Bei Finanzanlagen, dort können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei voraussichtlich nicht dauernder Wertminderung vorliegen. Das heißt, hier haben wir ein Wahlrecht bei Finanzanlagen, auch wenn wir vorübergehend eine Wertminderung festgestellt haben, dass wir da auf den niedrigen beizulegenden Zeitwert abschreiben können. Das ist das gemilderte Niederswertprinzip. Warum schimpft sich das gemildertes Niederswertprinzip? Weil das nicht so streng ist, sondern differenziert zwischen dauerhafter Wertminderung und vorübergehender Wertminderung. Im Umlaufvermögen, und das ist der Absatz 4, und den hatten wir hier schon gelb markiert, im Umlaufvermögen gibt dieses strenge Niederswertprinzip. Und das ergibt sich aus folgendem Satz. Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigen Wert anzusetzen, der sich aus einem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag ergibt. Und dann ist ein Börsen- oder Marktpreis nicht festzustellen, übersteigen die Anschaffungs- oder
Den Wert, der den Vermögensgegenständen am Abschlussstichtag beizulegen ist, also wieder unser beizulegender Zeitwert, so ist auf diesen Wert abzuschreiben. Das heißt, egal ob vorübergehend oder nicht, diese Differenzierung macht der Absatz 4 gar nicht. Wir müssen immer auf den niedrigeren beizulegenden Wert abschreiben. Das strenges Niederstwertprinzip. Okay, jetzt kann es natürlich sein, egal ob im Anlagevermögen oder im Umlaufvermögen, dass wir den Wert wieder aufholen. Das heißt, dass eine Aktie bei der Bayer AG nicht mehr 90 wert ist, sondern wieder 100 oder 120. Dass die Maschine, die wir mit 200 in den Büchern stehen hatten, abgeschrieben auf 160 und dann außerplanmäßig auf 60 abgeschrieben haben, wieder im Wert steigt. Und dann stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Und auch darum hat das Gesetz seine Antwort, der Absatz 5. Und der Absatz 5 ist im ersten Moment ein bisschen kryptisch, weil er verweist. Ein niedrigerer Wertansatz nach Absatz 3, Satz 5 oder 6 und Absatz 4 darf nicht beibehalten werden, wenn die Gründe dafür nicht mehr bestehen. Das nehmen wir jetzt mal so ein bisschen auseinander. Diese Gesetzesverweise Absatz 3, Satz 5 oder Satz 6 und Absatz 4, das ist das, worüber wir zuvor gesprochen haben. Die außerplanmäßige Abschreibung. Das heißt, wenn ein Grund für eine außerplanmäßige Abschreibung nicht mehr besteht, dann müssen wir zwingend wieder zuschreiben, die Wertaufholung tätigen. Nicht bei einer planmäßigen Abschreibung. Also wenn wir jetzt die Maschine für 200.000 haben, die haben wir abgeschrieben über 2 Jahre, also sind wir bei 160.000, wie in meinem Beispiel gerade, und dann steigt der Zeitwert, warum auch immer, auf 200.000 wieder, das dürfen wir nicht zuschreiben, sondern nur das, was wir zuvor außerplanmäßig abgeschrieben haben. Und wenn das der Fall ist, haben wir, so liest es sich aus dem 253 5 Satz 1, ein sogenanntes Wertaufholungsgebot bzw. ein Wertbeibehaltungsverbot, so liest es sich aus dem Gesetzestext. Das sind dann die drei Komponenten der Folgebewertung, also planmäßige Abschreibung bei abnutzbarem Anlagevermögen, außerplanmäßige Abschreibung in der Differenzierung strenges Niederstwertprinzip im Umlaufvermögen, gemildertes Niederstwertprinzip im Anlagevermögen und zu guter Letzt die Wertaufholung oder Zuschreibung, die wir in § 253 Absatz 5 Satz 1 haben, Wertaufholungspflicht. Das sind die Grundlagen der handelsrechtlichen Bewertung. Ihnen herzlichen Dank. Super, Christian, auch dir recht herzlichen Dank. Das war sehr ausführlich, aber lass uns mal gerade erklären, warum das so ausführlich ist. In der Ausbildung zum Steuerfachangestellten, jetzt haben wir keinen hier, kommt das dran. Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter, kommt was dran? Bachelorstudium? Kommt es dran. Definitiv. Also der 253 ist in jeder Klausur, die ich stelle, ein Thema. Das sage ich aber auch. Das ist jetzt hier kein Tipp auf YouTube, sondern das sage ich halt auch immer. Ne? Bitte diesen Paragraphen. Und wir haben ja gesehen, wir haben ja jetzt noch aufgelegt. Wir haben den Absatz 1 da gehabt. Der Absatz 2 betrifft Rückstellung, haben wir uns jetzt nicht angeguckt, aber 3, 4 und 5. Der Absatz 6 ist nochmal ein bisschen was Spezielles. Aber 1, 3, 4 und 5, das sind die Absätze auf Seiten der Vermögensgegenstände, die wir zwingend, müssen wir eigentlich runterbeten können. Master. Ja. Der Vollständigkeitshalber der Diplom-Finanzwirt. Das ist verständlich, ja. Kommt dran. Bei ihm Master auch, kam es auch dran. Steuerberater-Examen. Ja, also wenn man das nicht kann, dann braucht man am dritten Tag nicht antreten. Ja, Wirtschaftsprüfer-Examen ohnehin. Genau. Ne, essentiell. Können Sie sich nicht durchmogeln, ja? Vielleicht können Sie sich in der einen Klausur im Bachelor durchmogeln oder so, dann brauchen Sie für den Master, für Steuerberater-Examen aber nochmal. Also gucken Sie sich das Video nochmal an, nochmal und nochmal, markieren sich alles, ne? Dann lesen Sie Ihr Vorlesungsskript nochmal zu, was Ihnen der Dozent oder Professor zur Verfügung gestellt hat. Kommt dran. Lass uns das nochmal ganz kurz an einem Beispiel machen. Mhm. Ich kaufe ein Wirtschaftsgut für 100, schreibe das linear auf 10 Jahre ab. Hier ist 5, hier ist 0. Der Zeitwert entwickelt sich aber erst genauso wie mein Buchwert. Dann geht es vorübergehend runter, das ist mir auch klar, ist irgendwie gerade eine schlechte Phase. Und dann denke ich, boah, jetzt wird es aber echt mehr wert, dann geht es hoch bis auf 120 Geldeinheiten. Und dann geht irgendwas dran kaputt, das fällt runter, auf dem Wert bleibt es und irgendwann wird es dann doch aus irgendeinem Grund wieder ganz. Ja. So. Und dann entwickelt sich auf 11 Jahre auch weiter und dann ist es auch wirklich aufgebraucht. Puh, hallo Julia, wann setze ich denn welchen Wert an? Genau. Also wir starten ja erstmal mit den 100 bei den Anschaffungskosten im Rahmen der Zugangsbewertung. 253 Absatz 1 Satz 1, Zugangsbewertung, Anschaffungskosten nach 255 1. Dann schreiben wir planmäßig ab und du hast jetzt dich für die lineare Abschreibung entschieden, weil wir abnutzbares Anlagevermögen haben, 253 Absatz 3 Sätze 1 und 2. Und dann ist jetzt die Frage, was ist es? Ist es
nur vorübergehend. Das ist ein Kratzer, das ist ein Lachanlage. Sachanlagevermögen. Wir nehmen den Porsche 911, ja. Und da ist jetzt ein kleiner Kratzer, den meine Schwiegermutter aber wegpolieren kann übermorgen. Genau. Unsere Frage ist dann, ja, wir haben eine Wertminderung, das sehen wir. Die Frage ist aber, ist diese Wertminderung im Sachanlagevermögen dauerhaft? Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, und so interpretiere ich deine Zeichnung, dass das nicht dauerhaft ist, ne, ja, weil das halbe Restnutzungsdauerkriterium nicht vorliegt, dann dürfen wir nicht planmäßig abschreiben. Nicht außerplanmäßig abschreiben. Mhm. Das heißt, wir müssen zwingend weiter linear abschreiben. Und jetzt kommt es, dass der Wert steigt. Ganz wichtig ist, wir dürfen nie, und das ist in 253 Absatz 1 Satz 1 kodifiziert, über die Anschaffungs- oder Herstellungskosten vom Grundsatz her. Dort steht drin, Vermögensgegenstände sind höchstens mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Das heißt, nie über die fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten hinaus zuschreiben, es sei denn, ein Ausnahmefall, Valutaforderungen, wollen wir aber hier, glaube ich, nicht vertiefen. Das heißt, wir schreiben dann weiterhin linear ab, kommen dann irgendwann zu dem Ergebnis und haben wieder eine Wertminderung. Was müssen wir machen? Wir müssen uns wieder die Frage stellen, ist diese Wertminderung dauerhaft oder nicht? Ich kann der Zeichnung jetzt nicht entnehmen, halbes Restnutzungsdauerkriterium. Nee, da ist mir jemand in meinen Porsche reingefahren. Ja. Ich gucke mir den Porsche an, Sachverständige sagen mir alle, dafür gibt es keine Ersatzteile mehr, kannst den Porsche nicht benutzen, höchstens noch den Motor ausbauen, deswegen ist er so 10 Euro Restwert. Dann würden wir von einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung ausgehen und nach 253 Absatz 3 Satz 5 abschreiben müssen auf eben den niedrigen beizulegenden Wert. Und dann gibt es den Motor doch, der kommt dann aus Asien geliefert, ich kann ihn einbauen, kann wir mit dem Porsche weiterfahren. Okay. No? Dann haben wir hier den Fall, okay, der Grund für diese vorherige außerplanmäßige Abschreibung nach 253 3 Satz 5 ist weggefallen, bedeutet, wir müssen zwingend wieder zuschreiben, weil wir den Wert nicht beibehalten dürfen, den wir ursprünglich hier hatten. Und dementsprechend 253 Absatz 5 Satz 1, wir müssen wieder zuschreiben, maximal bis zu den fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Das sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die wir ansetzen würden, wenn wir keine außerplanmäßige Abschreibung gehabt hätten. Das heißt, die 100 über die Nutzungsdauer verteilt, den linearen Wert. Und dann schreiben wir den Porsche komplett ab. Bisschen komplizierter könnte das werden, wenn ich hier degressiv abgeschrieben habe, ne? Das macht die Sache deutlich komplizierter. Das macht die sehr einfacher. Wobei wir sagen müssen, eigentlich die degressive Abschreibung spiegelt das ja gerade bei PKWs besser wieder als die lineare, muss man einfach dazu sagen. Porsche 911 war vielleicht noch was anderes, ob der vom Zeitwert den Werteverzehr, aber ja, da hätten wir dieses Problem zumindest in dem Zeitwertverlauf nicht. Ja, Herr Professor Dr. Hanke, im Noki oder im Diplom hatten wir auf jeden Fall immer alles sehr, sehr steuerrechtslastig. Und hier mal die Frage zu dem Beispiel, wir hatten ja eine außerplanmäßige Abschreibung. Mhm. Ne? Und mal angenommen, wir hätten jetzt nicht direkt im nächsten Abschluss wieder den Wert aufgeholt, sondern hätten weiter abschreiben müssen, planmäßig nach außerplanmäßiger Abschreibung. Da gibt es im Steuerrecht für Gebäude zumindest den 11c ESTDV. Mhm. Wie ist das im Handelsrecht? Muss die AFA auch hier neu bewertet werden, also die Bemessungsgrundlage neu ermittelt werden? Ja. Ich musste gerade kurz, weil Noki war für mich diese Abkürzung, habe ich aber so weit hinbekommen. Genau, also Ihre Frage ist, als wir hier außerplanmäßig abgeschrieben haben nach 253 3 Satz 5, dann haben wir ja hier einen neuen Wert und wir müssen ja trotzdem weiterhin die planmäßige Abschreibung durchführen. Das heißt, wir wären jetzt mit diesem Wert ins Rennen gegangen, hätten eine Anpassung des Abschreibungsplans aufgrund der außerplanmäßigen Abschreibung und wären von diesem Restwert ausgegangen und hätten gesagt, okay, den verteilen wir jetzt über die Restnutzungsdauer. Und das entspricht eben dem 11c. Ja. Genauso hätten wir dann wieder, wenn wir hochgehen müssen, hier wieder die neue Abschreibung, weil wir eine Änderung des Abschreibungsplans haben. Also Änderung des Abschreibungsplans kann sich aus zweierlei ergeben. Einmal eine Änderung der Abschreibungsbasis, der Anschaffungs- und Herstellungskosten, oder aber eben Verkürzung oder Verlängerung der Nutzungsdauer, weil wir es ursprünglich anders geschätzt haben. Und Christian, dann gibt es noch aus dem Steuerrecht so Besonderheiten, zum Beispiel GWG, kann ich sofort abschreiben. Ja. Das haben wir im HGB jetzt nirgendwo gesehen, die 800-Euro-Grenze. Wir haben weitere Positionen.
Genau, also steuerrechtlich gibt es ja zum Beispiel auch noch so bestimmte Sonderabschreibungen, jetzt beispielsweise beim Investitionsabzugsbetrag 7G5, bei 6B gibt es auch nochmal Sonderabschreibungen, aber die gibt es ja nur steuerrechtlich. Das heißt, handelsrechtlich können wir das nicht machen. Genau, also handelsrechtlich sind die Regelungen zur außerplanmäßigen Abschreibung alles das, was wir im 253 haben. Das heißt, sowas wie 7G5 haben wir nicht. Mhm. Auch sowas wie den 6.2 ESTG haben wir nicht. Diese geringwertigen Wirtschaftsgüter und diese Grenze mit 800. Aber wir haben nicht kodifiziert im HGB einen Grundsatz ordnungsmäßiger Buchführung. Also diese Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, die sind anzuwenden von jedem Kaufmann. Und es gibt ganz viele, die sind kodifiziert. Anschaffungskosten, Realisationsprinzip und so weiter. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, der Grundsatz der Wesentlichkeit, die sind nicht kodifiziert. Und aus diesem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und der Wesentlichkeit ergibt sich aber aus der Kommentarliteratur, dass wir den 6.2 ESTG, also die Regelung für geringwertige Wirtschaftsgüter, auch in der Handelsbilanz durchführen müssen, um da eben keinen Auseinanderfall zu haben zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz. Alles klar. Super. Alles klar. Vielen lieben Dank. Auch Ihnen vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Das nächste Video verlinken wir Ihnen dort zu Ihrer Rechten, sobald es online ist. Und dann sehen wir uns in dem Video auch direkt wieder.